Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Diamond Painting Video. Und zwar habe ich hier Produkte von FG Normal. Tüte kann weg. Und ich habe sogar richtig, richtig viel. Richtig viel habe ich. Ich überlege gerade nur. Ich habe nämlich schon mal durchgeguckt. Ich bin mir nur nicht sicher, ob das dabei war. Ich habe nämlich so eine Zweierbox Mystery Builder bestellt und das war interessant. Ich weiß nicht, ob es hier dabei war. Wir werden es gleich erfahren. Ich habe mir auf jeden Fall Washi-Tape bestellt. Hier steht jetzt aber Paper-Tape. Ich bin mal gespannt. Ich mag ja am liebsten hier diese schmalen. Da klebe ich mir immer meine verschiedenen Bereiche ab, meine verschiedenen Sektionen, die ich dann painten möchte, um das halt eben einfach einzuteilen. Und da gab es eben, ja, deswegen habe ich mal bestellt. Wollte es mir mal angucken. Und ich werde natürlich auch alle Produkte wieder verlinken. Und jetzt gucken wir mal. Ich hole jetzt einfach mal so ein bisschen was raus, ein bisschen was ist noch drin, um mir das mal so anzugucken. Ja, das ist Washi-Tape, passend jetzt gerade zu meinem T-Shirt. Ich drehe heute wieder Videos ab, das heißt, ich sehe immer so aus. Ich gucke mir das mal an. Ja, das ist halt so ganz normales, aber ich finde es nicht schlecht, weil das passt dann rein optisch auch immer zum Bild. Oftmals hat man so Weihnachtsmotiv oder irgendwas, wo ich mir dann denke, oh, das passt jetzt nicht. Aber wenn es einfach nur so bunt ist, einfarbig, dann kann man das immer passend zum Bild aussuchen, je nachdem, wie pingelig das man ist. Ab und zu mal mag ich es ganz gerne. Meistens ist es mir aber wurscht. Ich mag halt das Schmale am liebsten. Ja, dann sehe ich einfach noch mehr vom Bild. Das hat mir gefallen. Das durfte deswegen mit. Dann habe ich noch zwei Stifte bestellt. Einmal den hier. Und den habe ich auch noch mal in einer anderen Variante da. Das hier ist jetzt Gold, den wollte ich mir mal angucken, weil die Spitze hat mich interessiert davon. So sieht der aus, ist so ein doppelter, wenn ich das hier abmache, dann hat man hier die Spitze, das ist eben gut für Strasssteine aufzunehmen oder für Sondersteine oder einfach so halt. Die Kleine macht sich gerade Essen, also ist ein bisschen rabiat. Dann kann man das so drauf machen. Und hier ist nochmal so ein kleiner, dünner Stift für so ganz, ganz kleine Steinchen. Ja, so eine kleine Spitze halt. Könnte man auch gut so für auf den Nagellack so drauf machen. Mache ich vielleicht auch mal gucken. Ja, fand ich nicht schlecht. Genau, deswegen durfte der mit. Und dann habe ich wieder so einen individuellen Stift bestellt. Die sind irgendwie selbst gemacht, also sieht auf jeden Fall so aus. Und obwohl da immer so ein Vorschaubild auch ist, hat man trotzdem immer einen anderen Stift. Und ich finde das einfach so spannend, was man da hat. Und ich finde den richtig süß, den ich da bekommen habe. Und zwar ist das der hier. Ich finde den irgendwie cool. Mir gefallen die Farben. Das ist doch so ein Baustellenmännchen, oder? Ein Bauarbeiter. Das sieht so aus wie ein Bauarbeiter. Ich finde den irgendwie total cool. Und das wäre jetzt vielleicht auch mal was für Jungs. Ja, also ist jetzt ja immer so, ne? Darf man ja heutzutage gar nicht mehr sagen. Stereotypenmäßig ein Bauarbeiter für einen Junge. Aber es ist eben einfach so, dass meistens die Interessen dann dahin tendieren. Mein Kind mag jetzt auch super gerne Bagger, Baustellenfahrzeuge, Dinos und sowas. Ja, aber tendenziell ist es eben meistens so, ne? Mädchen interessieren sich meistens immer vielseitig und Jungs eher so in die Schiene. Ach Gott, würde ich jetzt behaupten, ich rede mich um Kopf und Kragen, Leute. Fand ich sehr, sehr süß. Und dann habe ich noch was bestellt, das habe ich mir irgendwie größer vorgestellt, aber ist auch gut. So ein Ding mit so Hängetaschen dran. Ich pack's aus. Oh, wie süß. So ist das Ganze dann eingepackt. Bestimmt braucht man das Bändchen. Es sind halt Strasssteine.
Toolkit ist mit dabei. Da sind die Strasssteine, sind auch nicht so viele. Das sind jetzt hier so ein bisschen Pfirsich-roséfarbene, Silber, Grün, Rosa-Lila. Oh Gott. Und andere Farben. Ja. 6 verschiedene Farben. Und es gibt auch noch andere. Ich glaube, 4 oder 5 verschiedene gibt's. Das, ja, so sieht das aus. Ich finde das total niedlich. Und dann kommt hier das Holzstäbchen hier rein. Und irgendwie muss man es auch dann aufhängen. Aber wie? Ich glaube, da braucht man dann das hier. Ich muss noch mal gucken auf dem Foto. Ich glaube, dass man das dann hier dran bindet. Und dann kann man das so aufhängen. Glaube ich. Ja, und das ist eben ein Igel mit Schmetterling. Oh, so süß. Eine Eule mit Schmetterling. Und, ein Babyfaultier vielleicht. Und das sind so kleine Taschen. Ja. Weiß nicht, was kann man denn dann da reinmachen? Kleinigkeiten, aber was? Ja, weiß ich nicht. Fand ich irgendwie total süß. Müsste ich mal überlegen, was man denn dann da so reinmachen kann. Vielleicht die verschiedenen Diamond Painting Stifte hier oben so rein. Das wäre es doch. Hier die Steinchen. Hier vielleicht so die Bilder oder so. Keine Ahnung. Genau. Das hatte ich vor, dann der Kleinen ins Zimmer zu hängen. Dann kann sie da ihre Sachen organisieren. Mal gucken, wo ich es dranhänge. Vielleicht an die Tür oder so. Ich weiß es noch nicht. Mal gucken, wo es hinpasst. Fand ich auf jeden Fall super niedlich. Und da kann sie sich ein bisschen organisieren. Ich würde ja sagen, sie kann das selbst machen, aber dann ist es wahrscheinlich Weihnachten noch nicht fertig. Ja, jetzt aktuell geht sie halt eben einfach lieber raus. Ich meine, klar, ist ja auch das Wetter dafür da. Dann soll sie es machen. Ja, finde ich super niedlich. Und hat auch gar nicht viel gekostet. 5 € oder so. Also war in Ordnung. Ich werde es auf jeden Fall verlinken. Ich bin mir nicht mehr genau sicher. Aber es war nicht teuer. Und es gibt auch noch andere Varianten. Ich glaube, mit Vögeln drauf. Noch was. Weiß nicht. Könnte es sein, dass ich genau das gleiche nochmal irgendwann bestelle, weil das super niedlich ist für ein Kinderzimmer. Und könnte sein, dass ich das halt nochmal bestelle. Okay, kommen wir zu den Bildern. Ich habe 3 so kleine Bilder. Machen wir erstmal eins auf und dann werden wir wissen, ob ich da diese interessante Mystery Box dabei hatte. Ja. Leute, ich habe erst überlegt, ob ich das überhaupt zeigen soll, aber dann dachte ich, komm, mach halt. Ich habe so eine 2er-Box ausgewählt, Mystery Box, es kostet nicht viel, 6 € noch was. Also 3 € paar zerquetschte pro Bild, ist in Ordnung, ist ja nicht viel. Aber, also mit den Bildern selbst kann ich jetzt wenig anfangen. Und speziell mit dem Bild, was ich euch jetzt zeige, traue ich mich auch gar nicht, das irgendjemandem zu geben. Weil das ist sehr speziell. Also Toolkit, runde Steine, das sind die Steine, sehen ja erstmal sehr schön aus. Die Farben sind auch eigentlich ganz gut. Ich musste erst mal 5-mal hingucken, bis ich überhaupt wusste, was das ist. Es ist speziell. Jeder hat einen anderen Geschmack, ja, no shade, aber ich zeig's euch mal, ja, das ist es. das sind so Fische und ein Schmetterling und hinten ist so Schilf. Ja, und das sind halt die Fische, ich weiß auch nicht, sind das Karpfen vielleicht? Und wartet mal. Oder Goldfisch. Also hier ist auf jeden Fall ein Goldfisch. So. Das hier sind Hände. Hier hinten sind, glaube ich, Mohnblumen. Ah, ich weiß nicht. Die Größe ist dafür, glaube ich, nicht so gut. Weiß nicht. Ah, vielleicht sieht das gepaintet auch ganz gut aus. Ich weiß nicht. Ich habe Vorurteile.
ist jetzt ehrlich gesagt nicht so mein Fall. Ja, ist halt... Das ist halt speziell, ne? Also ich würde das vielleicht irgendjemandem mal einfach so dazu schenken. Aber ich traue mich auch ehrlich gesagt gar nicht so richtig. Weil es ist halt speziell. Was sagt ihr? Ich weiß nicht so recht. Ich weiß nicht so recht. Also, das, ja, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass ich mir da nochmal so eine Mystery Box bestellen würde. Weil das haben wir jetzt dann doch ein bisschen zu speziell. Und dann haben wir Bild Nummer 2. Ich bin mir gerade nicht sicher. Nein, das habe ich mir ausgesucht. Bild Nummer 2 aus dieser Mystery Box. Man kann halt nicht immer Glück haben, ne? Es geht. Also, es ist jetzt halt nichts für mich. Toolkit, Steine, runde Steine. Die Farben finde ich eigentlich wirklich sehr schön. Das Bild ist irgendwie... Ich weiß, ich glaube, das ist von einem Comicfilm oder von einer Comicserie. Es ist halt nichts für mich. Aber ich denke, dass das schon jemandem gefallen würde oder einem Mädchen gefallen würde. So 10, 11, 12 Jahre vielleicht. Es ist halt nichts für mich. Ich zeige es euch mal. Das ist es. Ja, geht so. Weiß nicht. Es ist halt jetzt nicht so mein Fall. Das sind die Farben, die im 10 Nummern dran. Also die Legende ist wirklich cool. 19 Farben. Ja, das ist das Vorschaubild. Es geht so. Weiß nicht. Sind jetzt ehrlich gesagt keine Bilder, die ich painten würde, die ich machen würde. Das Fischbild, ja, interessieren wird es mich schon mal, wie das dann so rauskommt nachher. Aber das ist halt leider echt gar nicht, also eigentlich gar nicht so mein Geschmack. Ich weiß nicht, mich würde es halt interessieren bei dem anderen Bild, wie das so rauskommt nachher. Weil das so abartig ist. Oh Gott, das wollte ich gar nicht sagen, so ab, weil das so anders ist. Oh. Ja, ja. Ich will jetzt auch nichts Schlechtes sagen. Ich habe mir eine Mystery Box ausgesucht. Das ist ja dann nachher mein Problem. Ja. Man kann nicht immer Glück haben. Dann habe ich mir aber noch ein sehr, sehr, sehr süßes Bild ausgesucht. Und da freue ich mich sehr drauf. Toolkit. Und das hat eckige Steine. Das sind die Steine. Ja, und das habe ich schon öfter gesehen und oh, ich finde das so schön, Leute. Yoda, die Brille erkennt man jetzt gar nicht so gut, er hat eigentlich auch eine Brille auf, mit Buch, mit dem schönen Blumenkranz, eckige Steine, 30x30, es hat 22 Farben, sehr, sehr, sehr cool. Also der Hintergrund ist schon ein bisschen Konfetti, aber... Bin gespannt, wie das aussieht. Wie das dann nachher rauskommt, weil er so viel Rosa im Gesicht hat. Aber mal gucken. Kann man ja auch notfalls noch austauschen. Ich zeige euch mal das Vorschaubild. Da sieht das jetzt nicht so aus. Mal gucken. Ja, doch ein bisschen. Ich glaube, dass ich das Rosa wahrscheinlich... einfach austauschen würde in grün. Hier. Die paar Steinchen. Genau. Aber es hat mir echt gut gefallen. Finde ich schön. Sehr, sehr süßes Bild. Und eckige Steine. Und so klein mit eckigen Steinen mag ich besonders gerne. Finde ich cool für zwischendurch. Macht richtig Spaß. Vor allem, wenn man eine Zeit lang runde Steine gemacht hat und dann mal wieder eckige Steine zwischendrin nimmt, finde ich das schon richtig cool. Und dann habe ich noch ein Bild. Ich stehe ja auf Bilder, die eben irgendwie anders sind, die sonst niemand so richtig macht. Aber ich habe auch meine Grenzen. Aber ja, und da habe ich mir eben eins ausgesucht. Das ist was anderes.
Ich weiß, dass es der Kleinen sehr gut gefallen würde. Sie würde auch am liebsten alles ins Zimmer hängen, aber ich kann nicht das ganze Zimmer voll hängen. Also kann ich schon, aber will ich nicht. Und ja, aber ich dachte, das ist irgendwie ein cooles Bild. Das ist ein Bild, was vielleicht nicht jeder macht. Und ich mag das, wenn man auch mal andere Bilder sieht, weil ich poste die ja auch immer auf Instagram. Und dann dachte ich, es ist eben auch mal cool, wenn man nicht immer nur so diese Mainstream-Bilder sieht, die eben irgendwie gefühlt jeder macht. Mache ich auch. Aber auch mal zwischendurch so ein bisschen was anderes. Toolkit. Es hat, oh, ihr könnt es schon sehen. Es hat eckige Steine. 40x50. Das hier sind die Farben. Ja, ist schon ein bisschen farbenfroher. Ja, viel grün, bisschen gelb, blau. Ja. Und ja, 40x50, wie gesagt. Das ist es. Ich finde das irgendwie total cool. Ich mag das auch, wie das gerendert ist. Das ist ein Dino, ein Langhals. Oder? Ja, er hat einen Langhals. Und da sind noch ein paar Flugsaurier drauf. Ich finde das irgendwie total cool. Ich bin mal gespannt, wie das rauskommt. Das schimmert jetzt natürlich total vom Ringlicht. Ah, das fand ich irgendwie cool. Und das habe ich halt sonst noch nicht so häufig gesehen, dass das jetzt so wahnsinnig viele Leute machen. Aber ich mag das einfach auch mal andere. Ich gucke mir das gerne auch so an bei Instagram und swipe das so durch. Und wenn ich dann so ein spezielleres Bild sehe, einfach eins, was ich nicht dauernd sehe, und dann gucke ich immer und weiß ich nicht, dann freue ich mich einfach. Genau. So sieht der Druck aus. Sehr, sehr schön. Klebt auch gut. Das habe ich jetzt schon länger nicht mehr getestet. Finde ich richtig cool. Freue ich mich drauf. Und da muss ich sagen, bin ich auch sehr froh drüber. Da ist nichts irgendwie mit so rot gepixelt, wo man jetzt irgendwie sagen müsste, ah, da muss ich ein bisschen gucken, muss ich ein bisschen austauschen. Nee, finde ich cool. Was noch schön gewesen wäre, wäre ein Vorschaubild. Dem 10-Nummern sind auch keine mit drauf, aber ich sammle die Steine ja eigentlich nicht. Von daher, ja, doch, ich bin gespannt. Werde ich auf jeden Fall machen. Und dann könnt ihr es auf Instagram sehen. Das war's jetzt. Ich habe schon ein bisschen schlechtes Gewissen wegen den zwei Bildern, aber man kann nicht immer Glück haben. Vielleicht sagt ihr ja auch, oha, ich finde es richtig, richtig cool. Oder ich weiß jemanden, dem würde das super gut gefallen. Ne? Man weiß es ja eben nie. Genau. War halt jetzt eher nicht so mein Fall. Okay, das war's. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüss.